Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware-Add-on Alheim in der Version 4 und fahren heute die NE22, quasi die Gegenrichtung zur NE21 von Eichenhöhe Bahnhof. Jetzt steht nicht über Lühr, sondern über Kracht dran, wieder hierher nach Eichenhöhe Bahnhof. So, ich schwinge mich mal rein, ich schließe die Türen, weil ihr seht es ja selber, 7 Minuten habe ich mittlerweile auf der Uhr. Ist egal, warum, weshalb und wieso, habe ich mir selber eingebrockt. Und deswegen geht es jetzt direkt wieder los und wir fahren weiter. So, was haben wir denn hier für ein schönes Fahrzeug? Wir haben hier einen U530 Facelift, in dem Falle natürlich einen kleinen K. Weil den sollen wir hier nutzen. So, dann. Ach, macht er. So, ich habe schon eins zu weit gedrückt. Machen wir gleich zurück. Ja, das gute Stück hat einen Euro 5 EEV-Motor im Heck. Und da dran angeschneit. Automatikschaltgetriebe von Void. So. Trotz der 7 Minuten Verspätung werde ich es, wie ich es ja schon vor kurzem in einem Video angesprochen habe, jetzt hier keinen Bleifuß auf die Straße legen. Sondern wir fahren im Teil mit der Verspätung weiter. Wie gesagt, die habe ich mir selber eingebrockt und jetzt habe ich natürlich, habe sogar das Fahrzeug laufen lassen, bin nur schnell rausgesprungen, um ein paar schöne Bilder zu machen für euch, dass ihr was zum Angucken habt auf dem Thumbnail und natürlich noch schnell umgeschildert. Und jetzt fahren wir ganz vernünftig und gemütlich die Tour zurück. Eventuell verringert sich die Verspätung ein wenig, aber ich glaube fast nicht dran. Und ich meine, wenn ich jetzt zurückkomme als NE22, dann habe ich ein paar Minuten Luft an Eichenhöhe Bahnhof, bevor es dann wieder als NE21 auf die Hintour geht. Oder auf die Hinrunde. Eigentlich ist es eine Runde. Ist ja keine Tour. So, Neuenhauser Straße. Guten Abend. Guten Tag. Berendstraße. Ups, hier ist rot. Nee, man kann durchrollen. Gut. Aber da ist aber niemand zu sehen. So, und jetzt muss ich aufpassen. Wir müssen auf die Busspur. Ne, jetzt sind wir dran vorbei. Oberhausener Straße. Mettenhofer Straße.
Möchtest du mit oder läufst du nur davor? Du läufst nur davor, dann fahre ich direkt weiter. Ne, sonst stand auch niemand. Gut, dann weiter mit uns. So, dann werde ich mal händig anstoßen. Krach der Markt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das gelöst ist auf der Rücktour. Weil auf der Hintour hatten wir ja extra für den Nachtbus eine eigene Haltestelle, die natürlich ein bisschen zugeparkt war durch einen netten Autofahrer. Schauen wir mal, wie das hier jetzt gelöst ist. Ob wir auch eine extra Nachtbushaltestelle haben oder ob wir einmal vorne über den Krachter Markt fahren und dann wie die 132 hinten rum wieder. Hier ist erst einmal rot. Nein, ihr seht es an den Pfeilen, auch die NE22 biegt direkt hier vorne ab. Dann gehe ich mal stark davon aus, ja, ich sehe es schon, dass da eine extra Nachtbushaltestelle ist. So ist es. So, hier ist aber niemand. Gedrückt hat auch niemand. Dann rollen wir dran vorbei. Eichenloh. Naja. So, hier müssen wir langsam und vernünftig durch. So, und dann dürfen wir als NE22 geradeaus, als 132 müssen wir da lang. Und dann wird, glaube ich, hier was mit 30, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber da läuft nur vorbei. Okay. Leiterstraße. Da ist aber ebenfalls niemand. Sülzstraße. So, was ist mit Oma? Möchte die vielleicht mit
Sie läuft so zielstrebig zur Haltestelle. Aber sie läuft auch zielstrebig dran vorbei. Okay. Dann fahren wir jetzt mal das Stück Verbindung zur Dommeringsheide. Dommeringsweide. Nee, nicht Heide, sondern Walde. Ach Mann. Das wird nicht. Sie sehen gut, oder soll ja, ich hab ich mir gedacht. Sie können ja kaum die Spur halten. Hab ich mir gedacht, dass das passiert. Es ist echt knapp hier. Hätte ich vielleicht auch anders anfahren sollen. Sorry, mein Fehler. Aber mit dem... Mit dieser kleinen Insel da habe ich echt nicht gerechnet. Die habe ich auf der Hintour nicht wirklich wahrgenommen. Im Video sieht man es bestimmt, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. So. Und wir dürfen hoffentlich nicht die Ehrenrunde hier durchdrehen, sondern halten da vorn. Aber da ist niemand. Dann geht's jetzt für uns weiter. Katzberg. Seltersberg. Guten Abend. Dickstraße.
Krumme Hornstraße. So, hier mache ich mich jetzt mal richtig breit. Weil eigentlich könnte nur ich mir selbst entgegenkommen. Ich bin nämlich der einzige Bus hier auf dem Linienweg. So. Straße. Platz. Virchowstraße. Busstraße.
Steineck. Hui, ein Kollege oder eine Kollegin, was fährst denn du? Die 02 zur Zeche. So, ja, nicht träumen, du hast grün. Da sitzt wohl Speedy Gonzales höchstpersönlich hinterm Steuer. Nein, sitzt nicht. Entschuldigung, war dann doch ein wenig zu zügig, die Kurve. Entschuldigung dafür. So, aber hier möchte niemand aussteigen. Dann geradeaus weiter. Im kalten Grunde. Die 80 werde ich mal nicht voll ausreizen, weil ich glaube, das war auch nur ein kurzes Stück, was wir hier zügig fahren könnten. Na ja, kommt schon wieder eine 50. Also es macht gar keinen Sinn, wirklich drauf zu latschen. Meisterbacher Rott. Guten Abend. Was war denn heute wieder los, dass Sie so spät dran sind? Ich hab schon. Sie dringend was ändern. Drauf gewartet, dass sich jemand beschwert. Nee, ich sag nichts dazu. Nein, ich fahr ganz normal weiter. 30 waren hier angesagt, die fahren wir auch. Ich glaube, so weit bis Eichenhöhe ist es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Hüttmannsweg. Genau so ist es.
warte das Grün, bis ich durch bin. Das ist Dankeschön dafür. Guten Abend. So, und wenn ich es richtig gesehen habe, die Dame, die sich gerade beschwert hat, ist auch schon wieder ausgestiegen. Naja, die 10 Minuten, die du jetzt gewartet hast, hättest du vielleicht auch das Stück laufen können. Aber nur mal so Vorschlag meinerseits. So, hier ist was mit 30 und Lärmschutz. Flügelstraße, ja. Franziskus Krankenhaus. Ach, ab hier dürfen wir schneller. Gut. Dann machen wir das doch auch. Oh, die Ampel ist eh rot. So, dann werde ich die rote Ampel nutzen und mache die Pfeile aus, das letzte Stück. Das kenne ich ja nur. Da brauchen wir keine Pfeile mehr. Ups, das war so nicht gewollt. Entschuldigung, ich war... Guten Abend, ich wollte nicht Ihnen die Türe vor der Nase zuschmeißen. Einfach bloß auf den Knopf nochmal gekommen. War keine Absicht. Eichenhöhe Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie 8 sowie zum Regionalverkehr. Bitte So, und da sind wir auch wieder angekommen mit entsprechender Verspätung. Jetzt sind es mittlerweile 10 Minuten, aber das ist egal. Aussteigen bitte da hinten. Tja, ordentlich Verspätung aus den 7, die wir am Anfang haben, sind 10 Minuten 3 geworden. Egal. Halt. Bevor wir hier was drücken können. Aha. Und jetzt haben wir noch 2 Minuten auf der Uhr. Tja, das war unsere Standzeit, die wir gehabt hätten. Die ist nun jetzt dahin. 2:02 müssten wir wieder los. Es ist schon 2:04.
Ja, so sieht's aus. So, nichtsdestotrotz springe ich jetzt mal kurz raus mit euch und sage einfach mal, das war jetzt auch die Rückrunde der Linie NE22 oder beziehungsweise die Gegenrichtung zur NE21, wie auch immer, von Eichenhöhe Bahnhof wieder hierher über Kracht zum Eichenhöhe Bahnhof. Ja, ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video, wenn wir dann die nächste und schon letzte von den 15 Nachtlinien fahren werden. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.